Aber wir starten mit der Siegerehrung. Bei uns einer der Hauptsponsoren, Kai Jonas. Hallo Kai, grüß dich. Suzuki Auto aus den Werl. Der Pendant, sein Partner, ist Benjamin Göttgens. Benjamin ist ein bisschen laufverrückter als wir beide, deswegen rennt er irgendwo noch seine 15 Kilometer ab und steht vielleicht irgendwo im Stau. Aber er läuft und vielleicht kommt er noch pünktlich zur Siegerehrung. Dann hat er mitgebracht als Pendant zu Benjamin Göttgens viel mehr Freundlichkeit, viel mehr Hübschheit, ne? Gina Lückenkämper, dritter Platz Europameisterschaften in Amsterdam, jetzt frisch aus Rio gekommen bei den Olympischen Spielen. Danke Gina, dass du gekommen bist, freue ich mich. Dann ist bei uns dabei Herwig Renkwitz, der ist bei uns im Team, der ist beim DLV Vizepräsident für Bereich Cross-Trail, das ist richtig. Und wir haben vom FLV den Matthias Schwenker. Wo ist der Matthias? Da. Kommt auch wieder oben. FLVW, Fußball-Leichtathletikverband Westfalen. Das bedeutet, wir sind Leichtathleten. Noch gibt es keinen richtigen Verband, wo wir uns als OCR-Läufer unterordnen. Wir sind dabei, das mit dem FLVW und dem DLV zu konstruieren. Da sind wir auf der Suche. Wir kriegen das mit Sicherheit hin. Haltet euch, wir werden euch auf dem Laufenden halten. So. Interviews, alles weitere. Mein Mann hier vor Ort, Jochen Heringhaus von Runners Point, hat gerade selber gesagt, 2700 Moderationen hat er. Irgendwie 2018 macht er die letzte beim Silvesterlauf und dann sagst du Chapeau, mehr zu dir selbst. Also, heute meine 2797. Mein letztes Mal hier am 31.12.2020 in Soest, wenn Deutschlands größter Silvesterlauf dort endet. Okay. Wir kommen zur Siegerehrung. 15 Kilometer, 20 Kilometer. Wir beginnen mit den 15. Aufsteigend. Wir beginnen mit der Siegerin. Fürs Einbecker Duo. 1 Stunde 41 Minuten, 2 Sekunden. Agata Krawczyk. Bitte auf die Bühne. Agata Krawczyk. Dzień dobry. Ein Becker-Duo. Versuchen wir es mal mit der zweiten. Aus Köln angereist. 1 Stunde 44 Minuten 11 Sekunden. Joanna Fries. Die ist da. Genau, ein bisschen in die Mitte. Und auf Platz 3 aus Hagen. 2 Stunden 7 Minuten 56 Sekunden. Annika Wendt. Ja, nicht hier. Dann probieren wir es mit den Männern. Ich habe ihn eben gesehen, habe ihn gefragt, hast du dabei auch mitgemacht? Ich habe ihn im Ziel nicht erkannt, weil ich schaue den Leuten immer nur auf die Startnummer. Dementsprechend hätte ich ihn dann gesehen, hätte ich es gewusst. Vom Marathonclub aus Menden, 1:21:01, Philipp Henseleit, der Sieger der 15 Kilometer. Eben stand er doch da unten, da ist er. Erfolgreicher Primärläufer auch bei der Winterlaufserie Hamm, der ältesten dreiteiligen deutschen Winterlaufserie. Da kommt er auch immer vorne auf dem Treppchen mit vor. Auf Platz 2 vom Team TVE Netfen in 1:23:25 Tobias Lautwein. Ja, und auf dem dritten Platz, auch da habe ich wieder, wenn überhaupt, auf die Startnummer geschaut, von daher habe ich ihn auch nicht gesehen. Auch er ist für Marathonclub Menden unterwegs mit 1:23:55. Andreas Beulert, in Insiderkreisen auch gerne Beule genannt. Genau, ich versuche nochmal, was ist mit der Siegerin? Agata Krawczyk vom Einbecker Duo. Da kommt sie, Agata, die Siegerin. Und dann versuche ich auch nochmal Annika Wendt aus Hagen. 2:07:56 gehört erstaunlicherweise nicht zu den Triathleten Hagen Wilde Wiese. Nee, scheint nicht da zu sein. Ja, das sind die Anwesenden 2015 Siegerinnen und Sieger vom Suzuki Lake Run. Hier oben auf der Bühne, herzlichen Glückwunsch an euch. Kommt gleich mal ein bisschen weiter nach vorne. Schmeißt den Ingo mit seinem Asics Nosa nicht darunter, das ist ein Triathlon-Schuh, den er dann anhat.
Ich weiß zwar nicht, warum er den anhat, aber ist bunt. Macht auch einen schmalen Fuß. Ja, da gibt es die verschiedenen Ansprüche in Bezug auf Reaktionen. Sei mal ein bisschen spontan und so, ne, ist klar. Herzlichen Dank, wir kommen zu den 20 Kilometern und beginnen auch da mit der Siegerin. Auf Platz 1, aus Unna, 2 Stunden 18 Minuten 39 Sekunden, Sarah Dres. Frisch geduscht, sauberer Hals, einmal in die Mitte bitte. Auf Platz 2 vom Free OCR Runner, Schloss Holte, 34-37, Cindy Kammer. Hat der Peter Siede wieder gesagt, nimm das Banner mit darauf. Und auf Platz 3, in 2-52-50, Heidi Thieme von OCR. Was hat Herrn Peter Siede jetzt, was passt denn nicht? Alles gut. Okay. Das sind die ersten drei Damen. Gelegenheit zum separaten Foto jetzt. Die drei ersten Frauen über die 20 Kilometer. So, dazu holen wir die Männer auf Platz 1. In 1,48,50 aus Essen. MIT Tough Team Germany, Felix Grelak. Auf Platz 2. Den Abi habe ich gar nicht wahrgenommen, Abi. Wieder so vorbeigeknallt, ne? In 1,55,58 Free OCR Runners aus Essen, mein früherer Kollege Abi Westphal. Und auf Platz 3 in 1 Stunde 56 Minuten und 40 Sekunden aus Bünde, ebenfalls MIT Tough Team Germany, Bastian Bäumer. Das war die Wand. So. Jetzt ein separates Foto mit den Männern. Gleich stellen wir alle nebeneinander. So, jetzt holt die Damen mit nach vorne, bitte. Denkt dran, nur gucken, nicht anfassen. Hände auf den Rücken. Gut. Muss immer aufpassen. Genau, die beiden Einser bitte nochmal mit dem Sponsor, mit der Gina, für den jungen Mann von der Presse. Vorsicht, der andere tritt dir gleich auf die Füße. Das kommt, weil ambitionierte Fotografen auf der Rückseite keine Augen haben. Wunderbar, herzlichen Dank. Ja, Jochen, ich habe zu danken. Wir können. Gut, wir beginnen mit den 15 Kilometern, die Teamwertung. Platz 1, irgendwas sträubt sich in mir. In der Zusammensetzung, Björn Beilers, Kriya Dirk-Pedersi, Jörg Schachzig, Free OCR oder 7,27,31. Schickt mal Herrn Schnittler auf die Bühne hier. Da. Geht ruhig alle mit. Genau. Auf Platz 2. Marc André Bruch, Sascha Decker, Tamara Hinkel, Sigi Cisch, Venus, Zipper Bus, Matthias Obubach, 7,57,20.
sind 29 Minuten 29 Sekunden hinterm Ersten. Und auf Platz 3 in der Zusammensetzung André Gabel, Michael Holleck, Sven Junkermann, Justus Lüke, 10:54:59, das Autohaus Göttgens. Die anderen sind noch bei der Probefahrt. Also nicht? Autohaus Göttgens kommt hoch. Platz 3. Ich sage, die machen Probefahrt. Niklas, komm! Ja, ich sehe jemanden. Komm, Pokalübergabe, los! Oi, oi, oi! Ich gehe mal an eine Seite, das sind die Leute von den Nutzfahrzeugen, da wird die Bühne schwer. Hier, Platz 3 in der Hocke. Ab, runter. Super, Jungs. Klasse. So, komm, einmal müsst ihr noch in der Hocke gehen. Hopps. Näher ran, ihr auch. Seid froh, dass Ingo nicht wieder macht Island und Nachbarn und solche Sachen. Nochmal, Wiederholung. Okay, danke. Kapelle Abmarsch bis nächstes Jahr. Moment, wir haben noch 20 Kilometer zu werden. Ne? In der Zusammensetzung. Bastian Bäumer, Gregor Baumstämmer, Biedmann, Felix Krelak, MIT, Schaff Team Germany, 8:28:21. Kommen Sie, ich wollte gerade sagen, ich stehe schon an der Theke. Genau, der beste Platz ist an der Hypotheke. Platz 2. Felix Chiari, Cindy Krämer, Heidi Thieme, Abi Westphal, Free OCR Runners, 39:47. Und der Platz 3 beim Suzuki Lake Run 2015 über die, wie Ingo sagt, Königsdistanz, 20 Kilometer in der Besetzung. Jonas Schröder, Dominik Siebers, Stumme Sprenger, Moritz Wilk, SV Eresburg, Obermarsberg, 12:29:35. Noch jemand von Obermarsberg hier? Das habe ich befürchtet. Das waren 4 Minuten 19 vor dem vierten Team. Okay. Dann ein Bild kommt. Einmal noch zusammensetzen. Komm hier vorne ein bisschen in den Hockepark gehen und dann noch lass uns noch ein Bild machen. Komm. Ihr dürft euch aussuchen, wenn ihr in den Hockey geht. Und nochmal ein Jubel. Okay, danke schön. Gute Heimfahrt bis zum nächsten Jahr. Ich habe euch gesagt, 26. August 2017, Suzuki Lake Run hier am Möhnesee. Ansonsten möchte ich mich natürlich bei Jochen Ehringhaus bedanken für die tolle Moderation. Ja! So, Jungs, hat euch gefallen? Super, geil. Und welcher wieder? Ja. Jeden. Dann wünsche ich euch viel Glück und kommt gut nach Hause. Dankeschön. Schön runde Mitte. Alles super. Wie immer, cool. Sehr zufrieden, super Organisation, super Strecke, toll. Dankeschön. So, wie war das, habe ich gehört? Geil. Es war sehr, sehr geil. Hat richtig viel Spaß gemacht. Geile Hindernisse.
cooles, geiles Team. Optimal. Alle gut? Alle zufrieden hier? Alle total schön gewesen. Dann lasst euch schmecken. Danke. Danke.